Was Sie da jetzt fliegen sehen, der Hubschrauber ist nicht außer Kontrolle. Der Wind liegt am Steuer, das was der da zeigt. Das ist wirklich extremes, dreidimensionales Fliegen mit einem Helikopter auf engstem Raum. Zurzeit so eine kleine Trendsportart. Was man vielleicht auch hier für unsere Zuschauer erwähnen möchte und interessanter ist, es klärt sich bei diesem Helikopterfliegen, wenn das da alles um den Kopf fliegt oder eben halt auf den Kopf fliegt, dann klären sich sämtliche Funktionen an diesem Helikopter um und da ist er weg. Genau das habe ich nichts. Aber gut, dafür sind diese Trainingshubschrauber gebaut, werte Gäste, weil der Henrik, der fliegt auf Wettbewerbe und diese Piloten haben eben mehrere Maschinen und sowas ist dann eben kalkuliert, mit einkalkuliert, muss man dazu sagen. Deswegen fliegt man auch so einen Trainingshelikopter, den man eben in kürzester Zeit wieder aufbauen kann. So, mal schauen, wer sich jetzt als nächstes vorbereitet. Vielleicht sehen wir ja wieder was auf unserer LED-Anzeige.